Hallo zusammen, Zielfoto-Magazin Norddeutschland. Es ist fertig, es ist abgegeben. Ab jetzt liegt es nicht mehr in meiner Hand. Wir haben heute den 20.02. Heute haben wir den Shop mit dem Vorbestellung eröffnet. Ähm, wir haben die Druckdatei abgegeben, voraussichtlich. Nächste Woche wird die gedruckt und voraussichtlich. Zwei Wochen später kommen die Magazine dann zu uns. Es ist das Corona-Jahr, LKWs sind einfach im Moment schwierig zu kriegen. Das heißt, ich kann das nicht auf den Tag genau sagen, wann denn der Lkw hierher kommen kann, aber ungefähr äh, ungefähr Kalenderwoche 10 oder 11, also Anfang März bis Mitte März, werden wir das hier verschicken in der Reihenfolge der Eingänge der Bestellung. Also wenn du es eilig hast, dann zeitnah bestellen. Das ist eine größere Sache tatsächlich. Da kommt ein Lkw mit 20, 25 Paletten. Wir haben eine Ameise, also so einen Hubwagen. Sebastian und ich, werden, die ist nicht motorisiert. Das heißt, wir ziehen dann die Schutzschuhe an und dann werden wir hier das Ding, also Cross training <laughs> Gröbere Aktion. Und der Lkw-Fahrer hat in der Regel auch so einen Hubwagen, mit dem er das halt runterheben kann, aber in der Regel auch nicht mit Motor, also höchstens Motor zum hoch- und runterfahren. Also das, das wird so ein Trinkgeldabend. <laughs> naja, also die kommen übernächste oder in drei Wochen bei uns an. Es gibt einen ganzen Haufen Extras. Ähm, wir haben das Magazin selbst, ich fange mal damit an. Das hat 140 Seiten, so wie die Falz. Ja, also das sind 140 Seiten, selbes Papier, selber Druck und so weiter, alles alles äh, wie immer, so wie wir das halt immer machen. 140 Seiten und zusätzlich wird es wieder so eine kleine Beilage, kompakt geben. Das Papier von dem Umschlag ist reißfest, das kann man nicht zerreißen. So also mit genug Gewalt geht natürlich alles, ähm, sodass, das also, sodass das ideal ist zu Mitnehmen hier waren Wandertipps drinne und Karten teilweise, das haben wir diesmal nicht gemacht, weil das ist hier in Norddeutschland langweilig, sondern stattdessen haben wir da nochmal den Spot kurz beschrieben oder den Parkplatz, wo ist der Parkplatz und nochmal ein, zwei Fotos, so dass man das Ding mitnehmen kann und vor Ort nochmal gucken kann, ja, Moment, was muss ich ins Navi eingeben oder wo ist, welcher Leuchtturm ist es denn jetzt oder so. Zum Inhalt selbst. Wir haben, ähm, ich hatte mich so ein bisschen gedrückt vor der Norddeutschland-Ausgabe. Eigentlich wäre sie letztes Jahr schon dran gewesen. Ich habe so ein bisschen gesagt, das wird eine langweilige Ausgabe. Ist es nicht? Also ich und alle, denen, denen ich das bislang gezeigt habe, sagen, das ist bislang unser bestes Magazin. Und äh, das liegt vor allem an den, also nicht vor allem, das liegt natürlich an den tollen Fotos und tolle Orte. Also wir haben ein paar Leuchttürme drin natürlich, aber also relativ wenige. Wir haben Städte drin, wir haben ähm, natürlich viel Lüneburger Heide haben wir so ein bisschen drin, wir haben Wälder drin. Äh, wir haben also wirklich kunterbuntes Programm, Seen, kunterbuntes Programm und wirklich, wirklich ein hohes Niveau von den Einreichungen, von den Gastbeiträgen vor allem. Also wirklich, wirklich schön. Es macht Spaß, auch als Bildband, nur als Bildband äh, anzugucken und zu sagen, ja, also Norddeutschland ist schön. Also mindestens so schön wie die Pfalz, mindestens. Und vielfältiger. Weil wir haben das Meer und äh, nicht nur so ein paar Hügel da. So. <laughs> nee, also wirklich, es lohnt sich total. Äh, nur als Bildband schon, glaube ich. Dann, ähm haben wir ein paar Sachen anders gemacht. Wir versuchen ja immer so ein bisschen, was können wir besser machen, was können wir besser machen. Es geht bei uns immer nur darum, was machen wir besser. Es geht bei uns nie darum, was machen wir billiger oder wo können wir was sparen, sondern es geht immer nur darum, wo können wir die Latte noch ein bisschen höher heben. Weil mein Motto ist immer, wir sind die Messlatte im Sinne von, wir versuchen das bestmögliche Fotomagazin zu machen. Das kann man immer, kann man immer bestreiten, aber zumindest versuchen wir das. Man muss ja immer den sportlichen Ehrgeiz haben. Und dafür haben wir uns letzte, letztes Jahr im Herbst mit zwei Profis getroffen, zwei Kollegen, die das seit 40 Jahren machen, die genau sowas machen, sehr hochwertige Magazine. Und die haben unser Magazin dann tatsächlich mal total auseinandergenommen und ähm, uns das ein bisschen um die Ohren gehauen. Das war total spannend, weil viele Sachen, die sie gesagt haben, waren ja, wissen wir, aber, beziehungsweise viele Sachen waren auch einfach gut. Also die fanden unser Magazin gut natürlich, sonst wären sie auch nicht gekommen. Und aber sie haben natürlich auch den einen oder anderen... Tipp gegeben und das sind so ganz kleine Nuancen, das wirst du gar nicht merken. Also wenn du die Magazine nebeneinander tust, dann wirst du ein bisschen merken, aha, das hat sich geändert, aber sonst wird das gar nicht auffallen. Ganz subtile Sachen, die aber meiner Meinung oder unserer Meinung nach das, das Niveau tatsächlich nochmal ein bisschen heben, in, auf ganz kleinem Niveau. Äh, Inhaltsverzeichnis haben wir ein bisschen anders strukturiert. Das ist für dich im Grunde egal, weil Inhaltsverzeichnis gab es vorher, gibt es jetzt auch, aber dadurch, dass es anders strukturiert ist, ist es hoffentlich hilfreicher. Das wäre die Idee. Und sieht besser aus. Allein das sieht das sieht schon geil aus. <laughs> das ist voll cool. Wirklich, ich habe so Freude an dem Magazin. Jetzt schon. Also ich habe es als PDF auf dem iPad halt. Und äh, nein, das gibt es nicht als PDF zu kaufen. Da bitte ich um Verständnis. Wenn ich das als PDF verkaufe oder verschenke oder wie auch immer, weil ich kriege täglich Anfragen, kannst du mir nicht ein PDF schicken? Nein, kann ich nicht. Weil du natürlich nicht, aber. Irgendjemand packt sie so in den Tauschbörsen rein und äh, vielfach ist es dann verliert es auch ein bisschen den Wert, weil das Besondere ist ja auch dieser Druck und das hochwertige Papier und alles und äh, deswegen das PDF ist aktuell keine Option. Irgendwann mal, ja vielleicht weiß ich nicht, aber aktuell ist es keine Option, das als E-Book rauszugeben, PDF oder was auch immer. So. Also, ähm, was kriegst du außerdem? Was wir diesmal gemacht haben, ist, ähm, das hat sich die letzten Magazine hier hat sich das schon angedeutet, das haben wir fortgesetzt. Wir haben, ähm, wir haben ja nicht nur Fotospots drin, weil das gibt ja einen Haufen Bücher mit Fotospots. Also kauft dir ein Buch Fotospots Deutschland, so ein Gesamtband, und dann, dann hast du es ja so ein bisschen. Das wiederholt sich ja so ein bisschen. Ähm, aber wir haben halt auch Stories drinne und nicht bei jedem Fotospot, weil das haben wir festgestellt, es wiederholt sich natürlich total. Ne? Ich fahre irgendwo hin, ich verlaufe mich, ich habe was vergessen, ich komme zur falschen Zeit, ich friere und es wiederholt sich halt alles so ein bisschen. Stattdessen haben wir weniger Stories und die länger und dafür dann aber auch ein paar Fotospots nur als Fotospot, Kurzbeschreibung und äh, bei anderen halt ein bisschen länger. Dadurch ist der Unterhaltungswert, glaube ich, besser und dadurch haben wir auch ein bisschen mehr Platz für für große Fotos. Also wir haben versucht, in die 140 Seiten, wir hätten wir haben es zu spät gemerkt, wir hätten 160 Seiten machen sollen einfach. Aber ich hatte halt das Papier schon bestellt und so. Und wir haben halt nicht damit gerechnet, dass wir so viele tolle Fotos kriegen von euch. Also wirklich. Wir haben zum Beispiel den Foto Award gemacht im letzten Jahr. Und davon haben wir natürlich Fotos mit reingenommen. Und deswegen hat man so eine Bildstrecke am Anfang schon gleich, wo man sagt, oh ja, wow. <laughs> das ist wirklich gut. Wirklich gut. Außerdem Bonus. Für die ersten 900 Besteller gibt es einen Karabiner, das ist ein Materialkarabiner von Edelried, der ist nicht zum Klettern geeignet, aber der ist, der ist stabil, also sie geben an 250 Kilo Zug. Äh, da kann man also mal eine Kamera ranhängen, die kann man sich an den Rucksack hängen oder sowas. Gibt es in verschiedenen Farben, man kann keine Farbe auswählen, ich, ich kann es auch nicht beeinflussen, es gibt es in fünf Farben und ich kriege halt fünf Farben. Ich weiß nicht in welcher Anteil und so weiter. Und so wie wir das nachher hier verpacken und so weiter, können wir da keine Farbwünsche berücksichtigen, das schaffen wir einfach nicht. Ähm, so ein kleines Goodie-Halter, ist. Da steht dann hier drauf Zielfoto und ansonsten ist es der Original Edelried Karabiner, da haben wir gesagt, äh, wir suchen uns eine Firma, die sowas macht, die sowas hochwertig macht, eine deutsche Firma in, idealerweise und Edelried äh, ist da ein guter Partner, glaube ich. Und die gibt es gratis dazu, wie gesagt, für die ersten 900 Besteller. Die Kanalmitglieder von diesem Videokanal, die wussten das natürlich schon, die haben heute halt Morgen, haben sie quasi vor mir da schon, Gelauert. <laughs> an wen richtet sich das Magazin? Natürlich primär an Fotografen, aber eben nicht nur, weil wir haben interessante Geschichten drin, glaube ich, so ein bisschen, wie die Fotos entstanden sind. Also, ich glaube, die kann, kann jeder so ein bisschen lesen, ho hopefully. Und ähm, natürlich, wer im Norddeutschland Urlaub machen will, weil die schönsten Fotospots sind ja auch, kann man argumentieren, die schönsten Orte. Und äh, das heißt, selbst wenn du ohne Kamera kommst und einfach nur schöne Orte angucken möchtest, dann haben wir eine ganze Menge zu bieten. Das war's schon. Äh, wenn du es dir jetzt kaufst, wünsche ich dir ganz viel Spaß damit. Und wenn du es dir nicht kaufst, das hat eine begrenzte Auflage. Wenn sie vergriffen ist, nachher bitte nicht jammern. Äh, krieg jeden Tag Anfragen. Ich hätte gerne noch das Magazin mit der Freundin und so, ne? Bei, oder die, das Tiermagazin. Die gibt es halt nicht mehr. Das ist ein Magazin. Irgendwann sind die vergriffen. Und dann gibt es halt nicht mehr. Also jetzt zuschlagen, äh, bevor die alle weg sind. <laughs> Stell dir vor. <laughs> Aber das wird so anstrengend, das wird so anstrengend. Also, naja, folgen wir auf Instagram, dann, wenn, wenn die Magazine da sind. Weil das wird, wird spannend, das interessant, anstrengend. Das wird einfach anstrengend hier, die Dinger hier reinzukriegen und dann das einpacken. Also irgendwie weil, keine Ahnung, 2.000, 3.000, 4.000 Magazine einpacken. Zu, zu zweit, zu dritt. Wir haben eine Schülerin, die uns ein bisschen hilft, also zu dritt. Ja, ist dann auch monoton. <laughs> Aber wir haben Corona-Zeiten. Ich kann halt jetzt keinen Hilfsarbeiter hier reinlassen, weil irgendwie das wird alles kompliziert. Machen wir dann auch nicht. Naja. Und da kommt wieder jeden Abend der LKW von DHL und so. Und wow. Naja. Jetzt beginnt die Zeit, wo ich nicht schlafen kann. Das ist tatsächlich so. Kann ich noch kurz, ich, glaube ich, noch kurz loswerden. Ähm, das ist tatsächlich so. Also ab ab letzter danach schlafe ich nicht mehr nicht mehr viel, weil das Problem ist natürlich folgendes. Ihr gebt mir jetzt ganz viel Geld. Ähm, ich habe schon ganz viel Geld ausgegeben. Ihr gebt mir jetzt Geld. Die Druckerei schickt mir jetzt eine ganz große Rechnung. Und ich habe das Produkt noch nicht gesehen. Und es kann ja relativ viel, beim Druck kann noch was schiefgehen. Es ist Corona, ich darf nicht da hinkommen. Wir haben das so gemacht, wir haben einen Probedruck gemacht, den haben wir uns angeguckt, der ist gut. Und der Drucker, der da nachher steht, das steht der Mensch, der guckt deine Probedruck an, der guckt das an, was da aus der Maschine kommt, und sagt, ja, das sieht gleich aus, oder nein, das ist rotstichig, oder zu dunkel, oder zu hell. Das heißt, es kommt nachher so raus wie der Probedruck. Deswegen sind wir da guter Dinge. Aber da kann trotzdem mal natürlich was schiefgehen. Irgendwas geht immer schief, das ist natürlich so. Oder wir haben auch einfach was falsch gemacht, oder so. Kann ja sein. Und, ähm, dann auch beim Versand kann ja auch alles Mögliche schiefgehen. Das ist schon immer eine gröbere Aktion. Und weil es halt um so viel Geld geht und so viel Papier geht, stell dir vor, der LKW kommt, 20 Paletten, und wir stellen fest, wir haben irgendwie gröberes Copyright-Problem und wir müssen irgendwie alles abstampfen, einstampfen. Dann ist es mal einmal zum einen sehr teuer natürlich, aber was mache ich denn mit 20 Paletten Papier? Die werde ich ja gar nicht los. Also, ich kann, nicht, ich kann ja kein Osterfeuer damit machen. <laughs> und so weiter. Deswegen die nächsten drei Wochen kann ich wieder nicht schlafen und liege die ganze Nacht wach und überlege mir, was alles schiefgehen kann. Das ist halt so. Naja. <laughs>